Was macht ihr? Browns! Ja, auf geht's! Oh je, oh je, Falcons. Okay, auf geht's. Der Tag, an dem die Browns die Falcons besiegt haben. Besiegt haben werden? Was auch immer. Dace, wer bist du? Warum bist du so langsam? Oh! Okay, wie jedes gute Team fangen wir natürlich erstmal an zu laufen. So. Und zwar hier lang. 4 Yards, 3 Yards, na gut. Ah, großer Nachteil von dieser Serie mit Head-to-Head hier, dass ich keine Ahnung von den ganzen Playbooks habe. Oh je. Wir rollen da. Wow! Ja, Higgins! Woo! Ich wollte eigentlich nach links laufen. Auf einmal ist Kaiser alleine nach rechts gelaufen. Für euch also natürlich nach links und nach rechts. Jawohl, Njoku! Stiffarm! Okay, Higgins im Blick. Jawohl. Hat er den? Ja, Higgins. Na klar hat er den. Zu wenig Alignment für die Titans, huh? Ja. Ich hätte nach links laufen müssen, ich Trottel. Ich bin noch nicht wieder an dieses winzige bisschen Lag gewöhnt. Das macht echt einen Unterschied. Ohio. Ja. Läuft doch ganz gut eigentlich bis jetzt. Ich hoffe, ich habe mich nicht gejinxt. Okay, wir versuchen hier wieder alles ein bisschen durchzumischen, wir laufen. Das sah aber dick nach Face Mask aus. Aber haben wir einen First Down? Nein, haben wir nicht. Aber da ist das First Down, sehr gut. Ja, hat nicht gereicht. An der 1. Okay, folgender Plan. Wir gehen in genau die gleiche Formation, in der ich letztes Mal war, als ich ein Yard gebraucht habe. Und dann Full Back Dive gemacht habe. Ich wollte gerade die ganze Zeit Full Dive Back sagen. Aber diesmal kommt ein Toss nach außen. Das heißt, ich gebe ihm jetzt genug Zeit, um zu adjusten. Alle in die Mitte und so. Und dann... Zack! Oh je. Hat gar nicht geklappt. Egal, jetzt haben wir ihn wenigstens so weit, dass er denkt, wir laufen. Höchstwahrscheinlich. Das heißt, wir werden natürlich passen. Ja. Jawohl! Touchdown Browns! okay, mein Tageswerk hier ist erfüllt. Ich habe einen Touchdown gemacht mit den Browns. Das reicht mir erstmal. Fumble! Fumble! Hier übrigens, ich weiß nicht, ob man sehen kann bei dem Licht von den Softboxen, aber ich habe mir extra was Braunes angezogen, damit das Ganze irgendwie ein bisschen realistischer ist. Okay, Defense erster Snap. Ich mache erstmal keine Adjustments. Ich gucke mir mal an, wie er spielt. Ha-hu-ha! Tadu! Oh, passt! Oh, Peppers! Ja! Spult es zurück, jetzt, bevor er im Touchdown ist. Spult zurück, guckt euch an, warum macht Peppers einen Schritt nach rechts. Da war überhaupt nichts los rechts. Was soll das? Peppers! Ah! Ich bin so kurz davor, den auszuwechseln. Okay, also die Defense, sage ich mal, hat Potenzial, ein wenig besser zu spielen. Okay, und wieder an Offense. Wir sind hier, da ist er. Njoku. Der Juke hat gar nichts gebracht. Ja, da ist er. Da ist er weit offen. Also wenn es so weitergeht, dann verliert einfach der von uns, der einen Fehler macht. Und wie ich mich kenne, bin ich das. Deswegen versuche ich jetzt vielleicht mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit ranzugehen. Was? Der stand hinter meinem. Wie kann der denn Pick fangen, wenn der hinter dem... EA wieder auf... Ey, es ist wirklich, jedes Mal, wenn ich sage, ich darf keinen Fehler mehr machen, kommt als nächstes ein Fehler. Das kann doch wirklich nicht sein. Das ist doch schon wieder Browns Glück und mein Glück und EA Glück, alles zusammengewürfelt. Gib ihm! Oh, was? Du sollst ihn geben, nicht einfach abprallen. Was ist denn das? Oh, Peppers schon wieder! Was machst du denn? Peppers ist schlecht. Ernst? Da steht jemand im Weg und der Ball wird über seinen Kopf geworfen und er macht nichts. Was ist denn mit den Browns los, ey?
Kein Wunder, dass sie 0 und 16 sind. Ja. Okay, 56 Sekunden, um noch irgendwas zu machen. Und wir müssen immer dran denken, wir sind die Browns. Das heißt, in 56 Sekunden, wie viele Turnover kriegen wir noch hin? Vermutlich so ungefähr... Ja! Woo! Truck, jetzt geht's los. Feuer! Was? Was? Huch! Was? Wo kam der denn her? Ja! Flash Gordon! So geht das! Machen wir einfach genau den gleichen Spielzug nochmal. Mal gucken, ob er es aufhalten kann. Ah, ja gut. Ja gut. Ich habe halt gesagt, ich mache den gleichen Spielzug nochmal. Ich musste den werfen. Ist mir relativ egal. Boom, Safety. Ihr wollt auch den gleichen Spielzug machen. Jawohl. Los geht's. Wieso läuft die Uhr schon los, sobald er den getreten hat? Das fände ich ein bisschen Quatsch bei einem Deadball-Kickoff. Umschubsen! Entschuldigung? Was ist mit der Weakbox los? Wir haben 7 Blocker, er hat 3 Defensive Linemen. Warum wurde das geupdatet und warum hat mir keiner Bescheid gesagt? Okay, zweite Hälfte, los geht's mit dem Fumble. Fumble. Ah, Mist! Huaha. Okay, erstmal haben wir Julio jetzt in Man-Coverage genommen und dann... Nein! Oh, ich war da! Oh, okay, wie stehen die Quoten, dass wieder eine Post-Route auf Julio kommt außen? Und da ist er. Auf der anderen Seite war wieder die Post-Route. Er hat die ganze Zeit nur Post-Route auf Julio und wartet drauf, dass sie irgendwann offen ist. Und gegen Browns Verteidiger ist es halt auch durchaus wahrscheinlich. I think I got my swagger back. Ja, Burgess, komm. Zieh durch. Hau ihn um. Stiffer. Lass dich doch nicht tacklen von Quarterbacks. Ah! Okay, Full House. Bam. Da war die Lücke. Dreieck. Ja. Schade. Egal, ein paar Yards haben wir gekriegt. Okay, Coleman sieht aus, als könnte er frei sein. Ist er auch. Okay, auf geht's. Browns. 44. Vic Beasley hat da noch seine Hand rangekriegt, seine dicke Hand. Eventuell Save the Valve, wenn er blitzt? Nee. Ja! Okay, gut, da war keiner. Ich habe den komplett in die Meute reingeworfen. Ich dachte, vielleicht fängt den ja einer von mir. Aber keiner war da, der war viel zu inakkurat dafür. Steh auf! Telfer ganz eventuell. Gordon eher nicht. Valve höchstwahrscheinlich. Telfer. Oh, er lässt fallen! Warum lässt er den fallen? Okay, wir gehen auf einen Field Goal, auf einen Punkt ran mit einem Field Goal, so rum. Boom! Okay, 13-12. Spannendes Spiel. Okay, wir hatten noch keinen Fumble dieses Spiel. Das kann ich sagen. Moment mal kurz. Er läuft! Warum fummelt er nicht? Verdammt! Und ja, ich weiß, dass ich sehr lange dafür gebraucht habe, um zu merken, dass er läuft. Sack! Sack! Coley, der Mann! Warum ist er denn schon wieder in der I-Formation, als ob er jetzt läuft? Niemand glaubt, dass du läufst. Ja, Screen. Weggeworfen. 4 und 13. Wuhuhuhu! Okay, wir sind in einer Punt-Safe-Situation. Das heißt, wir vermuten, dass er faked, weil er extremst lange gebraucht hat, um sich den Spielzug auszusuchen. Aber er kann ja auch immer noch auf dem richtigen Punt audiblen, was er, glaube ich, jetzt gerade macht. Ne, es ist ein Fake. Mein Herz, ganz kurz hatte ich Angst. Okay, wir sind in einer erweiterten Field-Goal-Reichweite hier, also lassen wir uns natürlich ein bisschen Zeit und wir werden uns auch auf jeden Fall... Shoot! Ich weiß selber nicht, was ich gerade noch sagen wollte. Okay, wir haben unsere wunderschönen Augen auf Njoku. Gordon vermutlich eher nicht. The Valve. Jawoll! Und noch der Juke. Von hinten kam er leider, aber den ersten haben wir gut weggejuked. Blitz. Jawoll. Wer hätte das gedacht, dass er schon wieder blitzt? Okay,
Okay, toss. Ah! Schrecklich! Diese Laufspielzüge über außen funktionieren gar nicht. Wir powern. Team! Was ist denn das? Der ist in einer ganz normalen Front. Und wir kommen mit dem Power nicht durch hier. Was sitzt denn da für Quatsch? Wir gehen dafür. Ist uns egal. Okay, wir Fullback diven das jetzt, aber vorher versuchen wir uns natürlich noch einen kleinen Dings rauszuholen hier. Offside, klappt nicht. Fullback dive? Hat geklappt, wir sind drüber. Kann mir keiner erzählen, wir sind nicht drüber. Jawohl! Okay, wir powern nochmal. Wir versuchen hier nochmal durchzupowern. Wir kennen nichts anderes mehr jetzt außer Power. War eine blöde Idee, aber egal. Okay, los geht's. Power! Oh, so knapp! So knapp! Ah! Fullback! Nö. 97 kam da durchgeschossen wie sonst was. So, der müsste drin sein. Der müsste auch relativ perfekt sein. Also kann man den eigentlich nicht blocken. Bumm, da ist er. Gut, wir haben die Führung. 1:02. Er hat noch drei Timeouts. Das heißt, es ist noch deutlich genug Zeit. Gerade in Madden. In echt wäre es ein bisschen kritisch. Aber gerade in Madden ist es noch deutlich genug Zeit, um hier einmal das Feld runterzukommen. Ha! Schon mal nicht out of bounds gegangen. Das ist schon mal gut. Dankeschön. Keiner passt auf Julio auf. Sehr klug. Hat er den? Als ob er den gefangen hat. Das ist doch schon wieder so eine Frechheit. Mensch, Browns, lasst doch sowas nicht mit euch machen. Jawohl, ist schon besser. Okay, wir haben versucht, den zu eisen, aber aus der Entfernung wäre echt peinlich, wenn er den verhaut. Gerade weil es nicht mal All Madden ist. Jawohl! Was? Jetzt auch noch Rage Quit. Er muss Rage Quitten. Das ist zu peinlich. Man kann nicht gegen die Browns verlieren. Jawohl! Okay, ich nehme alles zurück. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Browns nehmen musste. Hat der einfach gegen die Browns verloren. Alles klar, muss ich jetzt erstmal bei seiner ganzen Familie entschuldigen gehen, dass er sie entehrt hat. Okay, also vielen Dank für die Browns. Lasst mich wissen, mit welchem Team ich nächstes Mal spielen soll, dann mache ich das. Gutes Team, schlechtes Team, ist mir alles egal. Hauptsache nicht die Teams, die wir schon hatten. Rams, Raiders und jetzt Browns, glaube ich. Vielleicht habe ich eins vergessen, aber ich glaube, wir hatten erst drei. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Eigentlich müsst ihr für dieses Ende ein Like da lassen. Wenn ihr neu seid, vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst in Zukunft. Und ich hoffe, wir sehen uns alle beim nächsten Video wieder. Ciao. Gegen die Browns mal los.